Grüß dich, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Im Frühjahr bin ich ja im Chiemgau gewesen und bin auch auf die Kampenwand hochgewandert und habe sie auch aus verschiedenen Perspektiven gemalt. Und da hat mir dann eine Zuschauerin eine Mail geschrieben. Und darin hat sie sich bedankt, dass ich sie mitgenommen habe im Film hoch auf die Kampenwand. Sie ist mit ihrer Mama früher ganz oft hochgewandert und eben auch viel in den Chiemgauer Alpen gewesen. Aber nach einem schweren Unfall kann sie eben nicht mehr selber bergwandern und ist so im Film mit mir mitgewandert. Und sie hat auch ein Häusl im Chiemgau und von dem hat sie auch einen wunderschönen Blick eben in die Chiemgauer Alpen. Und dieses Foto hat sie mir geschickt. Das ist das, was ihr hier oben auf meinem iPad seht. Und jetzt ist es leider so, dass wohl die Gemeinde einen Baugrund ausgewiesen hat. Und jetzt wird ihr dieser wunderbare Blick verbaut. Und darüber war sie sehr, sehr traurig. Und da habe ich dann so ein kleines Projekt, ein paar Monate für mich ein bisschen im Herzen mehr herumgetragen. Gerade habe ich nicht so viel Zeit. Ich muss ein paar Auftragsarbeiten erledigen, noch ein paar Bilder hier eben fertig malen im Atelier. Und das ist nicht immer interessant genug für einen Film. Und dann bereite ich auch schon meine nächste Reise vor. Auf die könnte ich schon sehr gespannt sein. Das wird etwas ganz Besonderes. Aber ich möchte ja jede Woche einen Film für euch fertigstellen. Und da dachte ich mir, das ist genau die richtige Zeit für ein kleines Projekt, das ich euch gerne vorstellen möchte. Und da ist mir eben dieses Bild von den Chiemgauer Alpen, was mir die Zuschauerin zugesendet hat, was aus ihrem Garten aufgenommen ist, eingefallen. Und das habe ich mir hier eben aufs iPad geladen und wollte das auf einer kleinen Leinwand umsetzen. Da ist ein knorriger, alter Obstbaum, und man sieht einen Stadel, eine Halle eben von einem Bauern und im Hintergrund eben die Berge, wie sie blau im Hintergrund verschwinden. Ein Wetter zieht auf, unten ist es hell, oben wird schon dunkle Wolken, aber es kommen eben noch Sonnenstrahlen durch und beleuchten eben die Büsche im Vordergrund. Das ist doch ein schönes Motiv, das werde ich umsetzen. Ich schmeiße euch das jetzt in den Zeitraffer und dann erzähle ich euch danach noch ein bisschen was. Ist jetzt fertig. Ihr seht, ich habe es ein bisschen herausvergrößert. Ich habe hier weniger von den Büschen im Vordergrund genommen und habe mich mehr eben konzentriert auf diesen knorrigen alten Obstbaum.
und den Stadel und natürlich die Berge im Hintergrund. Es zieht der Wetter auf und da wird es oben schon dunkel. Und dann sticht die Sonne ja immer so ganz besonders gar noch einmal, weil die Luft so trocken ist. Und da scheint sie eben ganz hell auf die Blätter, die eben von ihr beschienen werden. Und das hat mich auch ganz besonders fasziniert an diesem Motiv. Und natürlich auch, ja, das ist so schade, dass dieser Blick unwiederbringlich verloren sein wird. Das hat mich eben ganz besonders angerührt. Und ich hoffe, dass ich damit meiner Zuschauerin eine kleine Freude vielleicht bereiten konnte. Euch danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass ein bisschen kürzer ist diese Woche. Ich habe so viel zu tun und ihr werdet sehen, dass die nächsten Videos werden wieder was ganz Besonderes werden, wenn ich auf meine kleine Reise gehe. Ich verrate noch nicht, wo es hingehen wird. Ihr solltet gespannt sein. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei meinen Patrons, die mich immer so toll und großzügig unterstützen. Und auch alle die, die natürlich in meinem Shop sich meine Bilder aussuchen. Das ist ja selbstverständlich. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Macht es alle gut. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Verzeih!